Guten Morgen. Ich gebe ja gerne Hilfestellungen für konkrete Situationen, aber diese sind nicht immer klar umrissen und treffen nicht immer zu 100% die Situation oder die Kernproblematik eines jeden. Und gerade wenn es darum geht, mit Dreck beworfen zu werden, so ist dies doch ein sehr, sehr weitreichendes Feld. Wo der eine Dreck fliegen sieht, sieht der andere noch gar nichts. Von daher möchte ich euch heute anhand einer Geschichte einfach einen viel größeren Lösungskorridor bieten, um ein etwaiges Problem, was sich in dem Themenmilieu der Schädigung von außen befindet, besser für euch angehen könnt. Fangen wir an. Ein bekannter Politiker von zweifelhaftem Ruf ging einmal im Wald spazieren und fiel dabei unversehens in einem verwahrlosten Brunnenschacht. Glücklicherweise enthielt dieser kein Wasser und der Schädel des Politikers war dick genug, dass er keine Verletzung von sich trug, indem er da reingefallen ist. Die Tiefe des Schachts allerdings stellte ein Problem dar. Aus eigener Kraft konnte sich der Politiker nicht daraus befreien. Also rief er um Hilfe. Nun wird man ja nach längerem lauten Schreien in aller Regel bald heiser. Da es sich aber um einen Berufspolitiker mit jahrelanger Erfahrung handelte, nahm er nach 3 Stunden erst so richtig Fahrt auf. Irgendwann kam dann ein Bauer vorbei, der den Lärm hörte und den Politiker auf dem Grund des Schachts entdeckte. "Hilf mir", verlangte der Politiker. Der Bauer, der ihn gleich erkannt hatte, entgegnete: "Kommt überhaupt nicht in Frage." Der Bauer hasste Politiker und ganz besonders so aalglatte und schmierige wie diesen da unten im Brunnenschacht. Außerdem hatte er den Schacht, der eine Gefahr für die Sicherheit darstellte, schon lange zuschütten wollen. Also holte er sich einen Spaten und fing an, Erde in den Schacht zu schaufeln. Er würde 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen, den Politiker verscharren und bei der Gelegenheit gleich noch den Schacht auffüllen. Als der Politiker merkte, dass er mit Dreck beworfen wurde, war das für ihn zunächst einmal nichts Neues. Doch dann dämmerte ihn, dass der Bauer vorhatte, ihn bei lebendigem Leibe zu begraben. Und sein Gebrüll nahm eine Qualität an, die er normalerweise nur in Wahlkampfzeiten an den Tag legte. "Ich verspreche, deine Steuern zu senken, garantiere dir Zuschüsse für die Bauern allgemein, deine Kühe bekommen eine kostenlose Krankenversicherung, vertrau mir." Bei den Worten "vertrau mir" erhöhte der Bauer das Tempo, mit dem er die Erde in den Schacht schaufelte. Der Politiker schrie immer verzweifelter. Aber auf einmal verstummte er. Da der Bauer dachte, er hätte den Politiker erfolgreich begraben, begann er etwas langsamer zu arbeiten. Trotzdem war er noch zu beschäftigt, um die Haarsträhne wahrzunehmen, die am oberen Rand des Schachts nun herausschaute. Während er immer weiter schaufelte, tauchte eine vollständige Frisur auf. Und als er schließlich noch ein bisschen mehr Dreck in den Schacht schüttete, sah er irgendwann den ganzen Kopf des Politikers mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Jetzt war der Bauer zu schockiert, um noch weiter schaufeln zu können. Der Politiker hatte beschlossen, nicht länger darüber zu lamentieren, dass er mit Dreck beworfen wurde. Stattdessen hatte er die Erde genommen und sich unter die Füße gepackt. Und mit jeder Schaufel, die auf ihn niederging, mit jedem Dreck, den er weiter beschmissen wurde, stand er ein paar Zentimeter höher. Schließlich war er in der Lage, mühelos aus dem Schacht herauszuklettern und ja, sich bei den Bauern später mit Besuchen der Gesundheits- und Steuerbehörden zu revanchieren. Schöne Geschichte, oder? Und so universell einsetzbar. Es gibt so viele Situationen, wo Menschen die Chancen nicht erkennen, die in der wahrgenommenen Not liegen. Es wird auf das Negative fokussiert, wobei teilweise das Positive sogar überwiegen kann. Aber der Mensch bekommt das aufgrund seiner selektiven Wahrnehmung nicht mit. Warum lassen wir uns nicht einfach mal mit Dreck bewerfen und schauen uns den Dreck erstmal genau an? Ob der denn wirklich so dreckig ist, ja? Oder ob da vielleicht kleine Diamanten drin sind.
Schreibt mir eure Meinung zum Thema sich mit Dreck bewerfen lassen und den Dreck nutzbar machen und auch gerne, ob ihr häufiger mal lieber vielleicht eine Geschichte hören wollt und nicht ganz so direkt von mir auf eine Problematik aufmerksam gemacht werden möchtet und dadurch vielleicht mal einen etwas anderen Zugang zu einer Problematik bekommt. Die Geschichte, die ich euch vorgetragen habe, ist übrigens aus dem Buch von Ajahn Brahm, Der Elefant, der das Glück vergaß. Das Buch habe ich euch unten verlinkt und ist absolut zu empfehlen, genauso wie ein anderes Buch von ihm, Die Kuh, die weinte. Die Rezension dazu findet ihr oben in den Infokarten. Das Buch hatte ich euch schon mal vorgestellt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.